Es sind noch 42 Tage, ganz genau bis zum Jahreswechsel. Doch die Diskussion über ein Verbot von Silvesterfeuerwerk ist bereits in vollem Gange. Nicht nur in Berlin, wo es in einigen Stadtteilen ja zum Start in das neue Jahr eskalierte. Auch in anderen Großstadtregionen Deutschlands regt sich der Widerstand gegen die ausufernde Böllerei. Vor allem wegen des Krieges im Nahen Osten. Politiker und Polizei sind in Sorge um die Sicherheitslage. An einem Böllerverbot führt kein Weg mehr vorbei. Zumindest wenn es nach der Gewerkschaft der Polizei geht. Schwer wiegen die Böllerattacken vom letzten Silvester auf Einsatzkräfte in Berlin-Neukölln. Eine Petition der Gewerkschaft der Berliner Polizei soll jetzt die Knallerei verbieten. Nach der letzten Silvesternacht haben wir auch als Gewerkschaft der Polizei gesagt, so jetzt ist irgendwann mal der Punkt erreicht. Wir haben über 60 verletzte Einsatzkräfte in der Nacht gehabt und deswegen haben wir eine Petition gestartet. Im Januar viele Debatten gehört, man möchte Sachen verbessern, viele Ankündigungen, ist leider nichts gekommen. Wir hoffen, dass wir mit der Petition jetzt vielleicht auch nach diesem Jahreswechsel dann mehr Eindruck auch im politischen Raum erreichen. Silvester 2022. Berlin-Neukölln brennt. Randalierer schießen mit Pyrotechnik auf Beamte. Polizei und Feuerwehr werden stundenlang attackiert. 15 Feuerwehrleute und 47 Polizisten werden verletzt. 145 Personen werden festgenommen, überwiegend Migranten. Damit solche Bilder sich nicht wiederholen, soll mindestens der Berliner Ring böllerfrei werden. Ja, es ist so, wenn Sie natürlich Böllerverbotszonen schaffen, dann schaffen Sie einen Raum und schaffen auch eine Erwartungshaltung, dort auch kontrollieren zu müssen. Da müssen Absperrgitter aufgestellt werden, das ist extrem personalintensiv, ja, da muss man sich ehrlich sein. Aber wenn man die Polizeipräsidentin auch mal fragen würde, was würden Sie sich wünschen, dann würde sie Ihnen auch sagen, wir hätten gerne ein Verkaufsverbot, weil dann hätten wir weniger Pyrotechnik. Nur dann ist so ein Verbot auch umsetzbar. Auf den Straßen ist man bei dem Thema zweigeteilt. Neujahr, das muss gefeiert werden. Vielleicht sollte man es so auf bestimmten Plätzen nicht exzessiv machen. Letztes Jahr wie in Neukölln, das ist natürlich ein No-Go, das geht gar nicht. Wir sind gegen ein Böllerverbot. Wir möchten Silvester feiern und auch knallen. Für den Einzelhandel wäre das der Super-GAU. Sascha Krumbach besitzt einen Pyroshop in Grevenbruch seit 17 Jahren. Ein bundesweites Böllerverbot wäre das Ende. Der Hauptumsatz wird in den letzten 3 Tagen halt gemacht im Jahr. Und wenn das wegfallen würde, das wäre der Todesstoß im Endeffekt halt für die Branche. Einige Städte haben schon jetzt Verbotszonen für Silvester. In Köln wird ein Großteil der Innenstadt knallerfrei werden. In den letzten Jahren hat man rund um den Dom damit eine gute Erfahrung gemacht.